Ungünstige Lichtverhältnisse, rauschender Ton, schlechter Internetempfang. Bei Online-Bewerbungsgesprächen kann einiges schiefgehen. Hier sind unsere Tipps, wie du trotz technischem Setup dein Bewerbungsgespräch erfolgreich meisterst. Damit weder der Ton noch das Bild aussetzt, solltest du vor dem Gespräch deine Internetverbindung prüfen. Um eine bestmögliche Verbindung zu garantieren, würden wir dir auch empfehlen, ein LAN-Kabel an dein Endgerät anzuschließen, falls das für dich möglich ist. Falls das nicht geht, setz dich einfach in die Nähe deines Routers, um den bestmöglichen Empfang zu garantieren. Wir empfehlen dir auch, vorher einen Speedtest deiner Internetverbindung durchzuführen. In der Regel finden unsere Vorstellungsgespräche über Microsoft Teams statt. Damit alles flüssig läuft, empfiehlt Microsoft Teams mindestens 1,5 Mbit Down und 1,5 Mbit Upload. Überprüfe vorher die Einstellungen des Endgeräts, mit denen du am Interview teilnehmen möchtest, und kläre ab, ob dein Mikrofon und deine Kamera gut funktionieren. Du kannst natürlich auch Kopfhörer nutzen, um deine Sprachqualität zu verbessern. Und du kannst eine externe Webcam anschließen, um eine bessere Videoqualität zu ermöglichen. Setze dich außerdem in einen hellen und ruhigen Raum und schalte dein Licht an, wenn notwendig. Es ist einfach schöner, wenn man sich während des Gesprächs auch sehen kann. Achte hierbei darauf, dass du möglichst keine Lichtquelle hinter dir hast, sonst wird der Hintergrund zu hell und dein Gesicht zu dunkel. Ein Platz am Fenster mit Blick nach draußen wäre der optimale Ort für dein Online-Bewerbungsgespräch. Achte auch auf deinen Hintergrund. Er sollte nicht von dir und dem, was du zu sagen hast, ablenken. Ordnung im Hintergrund schaffst du beispielsweise ganz leicht, indem du einen Microsoft Teams-Hintergrund während des Interviews verwendest. Den richtigen Kleidungsstil für ein Bewerbungsgespräch zu finden, ist auch in Präsenz nicht einfach. Der Vorteil am Online-Bewerbungsgespräch: niemand sieht, ob du deine Jogginghose oder Plüschschauschuhe zu deinem Hemd trägst. Es kann dennoch nicht schaden, seine gesamte Kleidung aufeinander abzustimmen. Am authentischsten wirkst du, wenn du dich wohlfühlst. Wähle daher Kleidung, die du gerne trägst und die dir schmeichelt. Es sollte nicht zu leger, aber auch nicht zu overdressed sein. Natürlich zählt vor allem dein Charakter und dein Können. Jedoch macht der erste Eindruck viel aus. Ein gepflegtes Auftreten ist wichtig und zeigt uns, dass du wirklich Lust auf deinen Job bei Bosch hast und es ernst meinst. Am besten ist es, wenn du dich aufrecht hinsetzt oder stehst. Je nachdem, was dir angenehmer ist. Eine ruhige Atmosphäre ohne Ablenkung ist wichtig, damit du dich komplett auf das Gespräch konzentrieren kannst und dabei professionell wirkst. Achte darauf, dass du möglichst in die Kamera schaust und nicht auf dein Vorschaubild. Das wirkt einfach persönlicher. Während des Gesprächs solltest du nicht essen. Trinken ist aber absolut in Ordnung. Auch solltest du darauf achten, dein Handy stumm zu schalten und zur Seite zu legen, damit du dich voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren kannst. Schließe zudem die Zimmertür und die Fenster, damit niemand dich aus Versehen stören kann. Zieh dich angemessen an, sei selbstbewusst und bleib entspannt. Dann kann nicht mehr viel schiefgehen. Viel Erfolg! Es gibt kein striktes Ablaufschema für die Bewerbungsgespräche bei Bosch. Die meisten Gespräche laufen jedoch ganz ähnlich ab. Wir beginnen mit einer Einleitung und Vorstellung unsererseits. Danach folgt die Selbstpräsentation von dir. Anschließend leiten wir in die Interviewphase über und geben dir nochmal mehr Infos über Bosch und die Position. Am Ende des Gesprächs hast auch du die Möglichkeit, Fragen von deiner Seite zu stellen, und wir erklären die potenziell weiteren Schritte nach dem Gespräch. Am Anfang erfolgt eine kurze Vorstellung sowohl von dir als auch von meinen Kolleginnen und Kollegen bei Bosch. Hier könnt ihr euch gegenseitig kennenlernen und das Eis brechen, bevor es dann zu den Fragen übergeht. Bevor wir mit unseren Fragen beginnen, wollen wir mehr über deine Person, deinen Werdegang und deine Eignung für die Stelle erfahren. The stage is yours. Nutze diese Gelegenheit, um aus der Menge herauszustechen. Online-Gespräche eignen sich hervorragend für kreative und besondere Ideen. Erstelle beispielsweise eine Präsentation zu deiner Person und bestücke sie mit Bildern, Referenzen deiner bisherigen Arbeit oder coolen Einblicken. So bleibst du in jedem Fall in Erinnerung und punktest zugleich mit deiner Kreativität und Initiative. Natürlich sollst du dich dennoch nicht selbst total verzerrt darstellen. Sei daher einfach so, wie du bist.
Informiere dich vorab über die Möglichkeiten deines Meeting-Tools, denn die Präsentationsfunktionen können je nach Programm variieren. In der Interviewphase tauschen wir uns mit dir über deinen Lebenslauf, deine fachlichen Kompetenzen und deine Motivation aus, wieso du für Bosch und in dieser Position arbeiten möchtest. Darüber hinaus stellen wir dir Bosch als Arbeitgeber und unsere Arbeitskultur vor. Außerdem beschreiben wir deine Stelle etwas genauer. Noch Fragen? Am Ende des Gesprächs nehmen wir uns immer genügend Zeit, um deine Anliegen zu klären und gegebenenfalls bestehende Unklarheiten zu beseitigen. Ich hoffe, dieser grobe Ablaufplan hilft dir, dein Online-Bewerbungsgespräch bei Bosch erfolgreich zu absolvieren und nimmt dir gegebenenfalls bestehende Bedenken. Bereite einige Rückfragen vor. So merken wir, dass du dich mit Bosch und der Stelle wirklich befasst hast. Schreib dir auch gerne vorher schon Fragen auf, die dich wirklich interessieren. Willst du beispielsweise flexibel sein und auch von zu Hause arbeiten? Frage direkt nach, ob so etwas möglich ist. Da du die Räumlichkeiten und die Arbeitsplätze in deinem Bewerbungsgespräch nicht direkt besichtigen kannst, kannst du dich auch hierüber informieren. Du musst deinen Gegenüber jedoch nicht mit Fragen überhäufen. Lass ihn auch zu Wort kommen. Hier gilt das Credo: Qualität statt Quantität. Wie viele Personen arbeiten in meinem Team und wie ist die Atmosphäre? Wie kann ich mir einen typischen Arbeitstag vorstellen? Und gibt es eigentlich Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung? All diese Fragen werden nicht automatisch im Gespräch geklärt. Wenn sie dich dennoch interessieren, stelle sie deinem Gegenüber. Natürlich kannst du auch nach dem Gespräch auf deine HR-Kontaktperson zugehen und all deine offenen Fragen platzieren. Jedoch planen wir dafür ohnehin im Interview Zeit ein, denn das hilft uns, dich und deine Bedürfnisse besser einschätzen zu können. Ich hoffe, die Tipps helfen dir in Summe gut vorbereitet in dein Online-Bewerbungsgespräch bei Bosch zu gehen. Am Ende überzeugst du mit deiner Persönlichkeit, deinen Erfahrungen und deinen Fähigkeiten. Viel Erfolg!